Und das war der Gong. Und los geht's. Also 36 Minuten effektive Kampfzeit, wenn es denn über die volle Distanz geht. Und das fing ja schon mal gefährlich an für beide Boxer. Sie haben das gesehen, das dauert alles etwas länger. Dann dieser lange Walk-in und dann noch dieses Feuerwerk, wo beide ein bisschen zurückgehen mussten. Aufpassen, dass sie sich da nicht verbrennen lassen. Also wenn Vitali das gewusst hätte, der wäre sicherlich lieber einen kürzeren Weg in den Ring gegangen. Weggehen, Manuel Char, die Beinarbeit nutzen, reinkommen in dieses Duell. Man sieht die Doppeldeckung und er versucht dann auch mit der Linken selber durchzukommen, sich Respekt zu verschaffen. Er hat nicht die ganz große K.O.-Power. 11 K.O.s bei 21 Siegen. Nice. Gut, von Klitschko zum Körper. Ja, stehen bleiben ist mit Sicherheit kein besonders gutes Rezept. Geht gut weg, bleibt dann wieder stehen. Das sind die Momente, wo er entweder was machen muss, auch einen Konter schlagen, oder aber Vitali richtig Maß nimmt. Da kann er schön verteilen, versucht zum Kopf durchzukommen oder nimmt auch den Körper. Ja, wenn die Handschuhe davor sind, dann mag das noch so sein, wie Char anzeigt, dass es nicht so sonderlich wehtut, dass es keine Wirkung hinterlässt. Aber er muss selber auch was tun. Die rechte kurzer Haken von Klitschko, war nicht viel Kraft dahinter. Letzten 30 Sekunden der ersten Runde. Steht da, Deckung ist vorhanden, aber so kann man natürlich keinem Klitschko gefährlich werden. Vielleicht das Minimalziel, erstmal in die Pause kommen. Erste Runde, eine Runde bis hierhin für den Weltmeister, für Vitali Klitschko. Die letzten 10 Sekunden, da kam noch mal ein kurzer Haken durch. Zweite Runde. Mehr die Führhand schlagen, die Anweisung von Fritz Dunek an Vitali Klitschko, und mehr arbeiten, mehr attackieren, das hat Valery Belov an der Adresse von Manuel Char gesagt. Nicht nur weglaufen, auch ihn versuchen in den Rückwärtsgang zu drücken. Da hat man beim Videostudium ausfindig gemacht, dass er da ein bisschen Probleme haben soll. Naja, mal gucken, ob das so sein kann, wenn er so steht. Dann wird er so getroffen und diese Einladung lieber selber schlagen, als da mit diesen Aktionen zu versuchen, dass Klitschko die Deckung aufmacht. Selbst wenn er das tut, ohne Konter, nützt das dem Manuel Char, dem Wahlkölner, nichts. Aber es wird schon mal deutlich, er kämpft mit Herz, er hat diesen Willen. In der Lage, einige harte Treffer wegzustecken. Er war noch nie am Boden in seiner Karriere. Versucht nur die rechte Schlaghand zu vermeiden. Char, die Jabs, die nimmt er. Wieder kommt die rechte durch, dann verteilt er zum Körper. Also das ist gute Arbeit von Klitschko. Drin und noch mal oh.
noch ein Lächeln. Ja, und er versucht, Manuel Char, 27 Jahre, hat bislang 114 Runden als Profi geboxt. Klitschko 233, also mehr als doppelt so viel. Und als Char im Mai 2005 Profi wurde, da war Vitali Klitschko schon zweifacher Weltmeister und im Vorruhestand, aus dem er dann ja zurückkam. Ich will mit ihm spielen, das hat Vitali Klitschko vorher gesagt. Und im Moment sieht man, dass er das kann. Er versucht dann einmal die Rechte zumindest ins Ziel zu bringen, Char. Aber der kassiert zu viel. Die letzten Sekunden dieser zweiten Runde. Da kommt wieder hoch. Was sagt der Ringrichter Guido Cavalleri? Zählt ihn an. Da war ein Wischer oben an der Schläfe. Er wird angezählt bis 8 und dann wird aber gleich der Gong kommen. Also hier wird nicht mehr viel passieren. Klare Klitschko-Runde. Denk dran, für wen du kämpfst. Das hat man in der Ecke von Char gesagt. Er braucht Unterstützung. War jetzt also zum ersten Mal in seiner Profikarriere am Boden in der zweiten Runde. Du darfst ihn nicht mehr kommen lassen, war die Anweisung. Das ist eine noch größere Aufgabe, als das ohnehin schon hier der Fall war. Mehr andeuten, mehr fintieren, fordert Fritz Dunek von Vitali Klitschko und dann den Aufwärtshaken hochziehen. Also da bereitet man den K.O.-Erfolg schon vor in Runde 3. Für Runde 3, Fragezeichen, kann das so schnell gehen? Er darf nicht so stehen, er darf nicht stehen bleiben. Da nützt ihm die beste Deckungsarbeit nicht, wenn er in Doppeldeckung da steht, aber die Beine nicht wegsetzt, wenn er da Klitschko die ganze Zeit sich wirklich hinstellen lässt. Hier, der kann richtig Maß nehmen. Das wird dann zu hart, zu gefährlich. Versucht es manchmal über die Außenbahn, da sind die Wege natürlich noch länger. Er ist eh der kleinere Mann, er muss von innen kommen, er muss die Kragenschläge probieren, er muss Kombinationen schlagen und er darf nicht so stehen bleiben. Kommt da ganz leicht durch die Deckungsarbeit durch, Vitali Klitschko. Immer wieder diese Führhand. Und er schlägt so eine gute und harte Führhand. Und er schlägt so häufig die Führungshand, Vitali Klitschko. Auch in vergangenen Kämpfen. Also das ist keine Überraschungsaktion. Darauf muss man sich vorbereiten. Und er frisst hier eine nach der anderen Manuel Char. Das kann er, da lege ich mich fest, 12 Runden in der Form nicht durchhalten. Sich mehr abducken, müsste irgendwie versuchen, diese zweite Attacke von Klitschko zu verhindern. Aber eins darf man auch attestieren, er versucht es. Er bleibt dran, er versucht bissig zu sein. Rabotti, sagt Valery Belov. Der kurzfristig verpflichtete Cheftrainer für Manuel Char, also arbeiten soll er. Und dann hat er drauf gezeigt, auf die linke. Und danach angezeigt, dreimal. Also mehr Kombinationen mit der Führhand. Die rechte lieber da oben noch hängen lassen, vorm Kinn. Dass man ein bisschen was stoppen kann, was der Klitschko da schlägt.
Es ist die vierte Runde und er liegt deutlich hinten. Bei einer zweiten am Boden. Eine 10:8 Runde, weil ja ein Niederschlag noch mit einem Punktabzug gewertet wird. Hat die erste und die dritte auch verloren. Also im Moment, man könnte sagen, hoffnungslos. Ganz schlecht. Deckung zu machen. In der Vorbereitung lief ja für Klitschko nicht alles so rund. Er hat ein Tischtennis-Duell gegen Fritz Dunek verloren. Spielt noch jedes Mal in der Vorbereitung. Und zuletzt war Klitschko da immer siegreich. Und dann kam noch der Schachweltmeister Wladimir Kramnik zu Besuch. Und auch der schlug im Schach Vitali Klitschko. Aber im Ring ist das nochmal eine andere Sache. Cut-Verletzung bei Char. Rechtes Auge. Unterm rechten Auge läuft das Blut. Ja. Jetzt hat er langsam diesen Rocky-Film, den er haben wollte. Denn genau so sah das ja auch aus, als Rocky Balboa da hinterher ging. Also das ist eine ganz gefährliche Situation, weil eben das Blut ins Auge läuft. Jetzt kommt er durch. Manuel Char, zweimal die Rechte. Er fightet. Wenn das Blut ins Auge läuft, dann tut das nicht nur weh, er kann schlechter gucken. Da, wo die Linke kommt, wird es dann langsam dunkel, aber der fightet, mein lieber Mann. Keine harten Treffer, die Klitschko kassiert, aber überhaupt Treffer haben wir auch nicht immer gesehen. Und jetzt muss der Ringarzt da drauf schauen. Warte mal, da ist mehr Blut am Hemd schon vom Ringrichter Guido Cavalleri, als viele Leute beim Blutspenden abgeben. Oh wei, oh wei. Dr. Stefan Holthusen, ja, was macht er jetzt? Er darf den Kampf ja nicht abbrechen. Er kann nur dem Ringrichter sagen, also ich würde sagen, es geht noch oder besser nicht. Und der Ringrichter ist der Mann mit der alleinigen Entscheidung. Der sagt dann, ich breche ab oder nicht. Aber es sieht nicht gut aus. Wenn je länger am Auge gearbeitet wird, desto schlechter ist das. Wir haben nochmal die Möglichkeit, hier auf die Szene zu schauen. Die Linke, ja, und da fängt das Blut schon an zu tropfen. Na, mit der Handschuhnaht. Der Kampf ist aus. Guido Cavalleri bricht den Kampf ab. Und Manuel Char will das nicht wahrhaben. Aber wenn man sieht, was da am Auge passiert, wie viel Blut da ist. Er will weitermachen, er will weiterkämpfen. Jetzt muss man aufpassen, dass das hier nicht noch aus dem Ruder läuft. Er hat großes Kämpferherz bewiesen. Er hat wirklich gezeigt, dass er es wollte, dass er diesen Willen hat, diesen Kampfgeist. Er will weiterkämpfen. Komm, mach weiter, sagt er. Das Auge ist nicht das Problem. Jetzt hat er große Herzschmerzen, dieser Manuel Char. Sein großer Traum, der hier gerade in sich zusammengefallen ist, genauso wie die Einbauküche, die er für seine Mama kaufen wollte. Sein Bruder dabei, Volker Grill vom BDB, alle versuchen da auf ihn einzureden. Aber im Moment ist es vielleicht wirklich das Beste, ihn da ein bisschen alleine zu lassen. Fritz Dunek, der ihn auch kennt, den mal trainiert hat, der jetzige Cheftrainer von Klitschko, der hat den früher auch mal trainiert. Weiß doch scheißegal, ich bin hier, Alter. Ist doch egal. Ich wollte in der zweiten Hälfte Gas geben. Ja. Aber mit dem Auge, bei allem Respekt vor dem Kämpferherz von Manuel Char, da kann man nicht viel machen, da kann man nicht viel flicken. Da war auch noch zu viel Zeit in dieser Runde, bevor dann der Cutman Walter Knut da hätte versuchen können, es irgendwie zu flicken. Aber was soll man da großartig machen? Man hat nicht viel Zeit. Das Auge hält das wirklich die volle Distanz durch. In der zweiten Hälfte hätte ich dich geknackt. Ja, das kann man jetzt natürlich sagen. At 2:04, round number 4, referee Guido Cavalleri, at the request of the ringside physician, calls a halt to the bout because of a severe laceration over the right eye. The winner by TKO victory and still WBC heavyweight champion of the world, Dr. Iron Fist!
Peterlin.